Willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid hier zum heutigen CSGO Overwatch. Wir haben Cash im Angebot. Ich hoffe, ein gescheites. Ich habe eben schon eins aufgenommen, dass ich auch fertig habe. Aber falls das ja besser ist, nehme ich das. Ja, einfach vom Fall her besser. So, im letzten Overwatch habe ich Griefing gedrückt. Da waren wir uns alle einig, dass Griefing, also bis auf ein paar wenige verirrte Seelen, waren wir uns alle einig, dass Griefing natürlich der absolute Kack ist und dass man dafür hart bestraft werden sollte. Darum Griefing. Und, ja, das war es eigentlich soweit. Wie gesagt, eben auch ein Cash-Fall. Aber vom Inhalt her, wo schaut denn der hin? Wo schaut denn der hin? Der Vogel. Achso, er guckt einfach da an, der Ding. Der Fall gerade eben war jetzt nicht so prickelnd. Ja, naja, mal schauen. Ich hatte jetzt die letzten 4 Tage mehr oder weniger ungeahnt, bis auf einen Tag, ultra viel zu tun. Heute auch wieder um 18 Uhr nach Hause gekommen. Naja, um 10 vor 6 nach Hause gekommen. Noch nichts. Ich war Donnerstag weg den ganzen Tag, Freitag den ganzen Tag weg, Samstag den ganzen Tag weg und jetzt heute. Heute wollten wir eigentlich nur brunchen gehen und dann geht es aber weiter und kommen wir, ja, und dann zack, hast du den Salat. Ist zwar eine schöne Taggestaltung auf jeden Fall, aber ey, ich will jetzt eigentlich reinkloppen wie so ein Wahnsinniger und ich glaube am Donnerstag kam kein Video und am Samstag auch nicht. Ja, und jetzt halt auch wieder nur ein Overwatch, aber es hat jetzt gerade echt nicht mehr hergegeben. Ich hätte mich jetzt hingesetzt und hätte was richtig Dickes gemacht. Ich wollte eigentlich Hitman dann heute schlussendlich kaufen und da richtig geil reinhasseln. Das wäre nicht gegangen. Also das wäre heute Nacht gekommen, um 10 oder um 11 oder um 12, das fertige Video. Deswegen jetzt ein Overwatch und dann morgen. Also sonst haben wir jetzt erstmal keine großen Pläne, hoffe ich zumindest. Ab und an wird man ja auch als gerade als Mann überrascht von der Frau. mit den Plänen, die noch anstehen. Sicher habe ich die alle mal erzählt bekommen, aber was man so im Kopf behält, ne, ist eine andere Sache. Naja, auf jeden Fall, darum jetzt hier schon wieder ein Overwatch vorbei. Das letzte immerhin, ja, glaube ich, 4 Tage her ist oder 3. Ja, also, was habe ich eben noch erzählt? Ich habe was ganz, ach so, ja, genau, gleich kommt noch eine Info, eine wichtige. Aber soweit, so gut, wir schauen ja erstmal noch rein, was der Dödel überhaupt macht, ja, beziehungsweise der... Also eben hatten wir einen richtigen Drecksack in dem anderen Ding. Einen richtigen, ekligen Drecksack. Aber der hier scheint gar nicht so drecksäckelig zu sein. Eben ist er einmal gesteppt, aber das hat der T nicht gehört. Habt ihr bis jetzt schon irgendwas erkannt? Okay, ich meine, der war in Ordnung, ne? Da war der Headshot... Er ist zwar selbst, glaube ich, noch im Rennen gewesen, aber der Headshot, den kann man da schon mal reinmachen. Sag mal, was zuckeln die denn alle da hin und her? Was ist denn das hier? Das andere Overwatch hat richtig geleckt. Also da, obwohl der Ping ganz gut war, hat der Suspect gelaggelt. So richtig. Aber hier geht's. Hier ist in Ordnung. Okay, er ballert einfach mal rein. Kann man mal machen. Oh. Er hat das Fadenkreuz nicht wirklich auf ihm drauf, trifft aber die Rübe. Komm. Er schaut sich... Ach ja, die Skin-Sache. Es hieß, oder wir haben gesagt, gibt es jetzt Skins in Overwatches oder gibt es sie nicht mehr? Und, also das haben wir aufgrund dessen gesagt, weil wir in vielen Overwatches, also in vorneweg 10 Overwatches, keine Skins mehr gesehen haben am Suspect. Aber vor kurzem hatten wir wohl doch eins, wo der Suspect zumindest Skins von jemand anderem aufgehoben hat. Und da hatte er dann natürlich wiederum Skins in der Hand. Dennoch haben wir hier auch wieder die gleiche Sache wie schon seit einiger Zeit. Am Suspect selbst sieht man keine Skins. Null. Was irgendwie ungewöhnlich ist. Also außer es ist halt wirklich ein brandneuer Account. Aber wenn man sich an die Overwatches erinnert, die wir früher hatten. Da, jetzt hat er einen Skin in der Hand, aber nicht sein. Da hatten die Suspects immer irgendwas. Egal was es war, irgendwas Kleines hatten sie immer. Mal eine Darkwater Scout oder sonst was, ne? Manchmal auch dickere Sachen. Wir hatten ja auch schon Suspects mit Knives. Oder mit einem Knife. Er ist ein ganz schön sneaky-beaky Drecksack. Hat er das nicht gehört? Man hört doch das Knife ziehen, oder? Ja, der war so sehr beschäftigt. Wahrscheinlich hat er im Team-Chat ordentlich was auf den Ohren gehabt von seinen Mates. Schreierei. Wir schauen mal nach den Steadys. Also Suspect steht mit 33, 5, 11, 74 Punkten und 5 Sternchen. Sehr weit. Mit einem guten Abstand zum Rest oben. Das ist schon wirklich enorm. Er spielt ziemlich steady. Oh. Aber dass er den jetzt eben nicht hatte. Gut. Er ist ihm gerade so ganz leicht hinterher gezuckelt.
Könnt natürlich gerne wie immer eure Gedanken zu diesem "Wir bleiben mal bei Drecksack" aufschreiben. Ach ja, ich habe ja scheinbar wieder seit Wochen meine Gabe nicht mehr genutzt, zu sagen, was das da ist für jemand, ja? Also für mich ist es ganz klar jemand, der dunkle Haare hat. Das sehe ich von hier schon mal, ja? Und wahrscheinlich ist es auch ein Maw, aber dafür muss ich noch ganz kurz gucken, wie er sich bewegt. Warte mal, da unten kommen jetzt die zwei Cities. Er steht mit seinem Mate da drin. Warte mal, warum habe ich denn das Ding ausgemacht? Achso, ja, weil ich ja eben auf den Stats geschaut habe. Sie sprechen sich auch ab, also er rennt nicht einfach nur rum. Blöd in der Weltgeschichte. Okay, sein Kollege hat das geholt. Also da ist auf jeden Fall auch Talk im Spiel selbst, im Team. Was wir auch wahrscheinlich sehr selten haben, wenn man betrachtet, wie das gesamte Team spielt. Ja, also meistens sieht das ja eher läppig aus. Unabgesprochen. Aber das hier, das war jetzt was. Die Aufteilung generell... Oh, jetzt habe ich gerade überhaupt nicht aus dem Kill geguckt. Die Aufteilung also auf der Map vom Team her... Gut, da kann man jetzt in dem Moment hier in der Runde nicht auf nicht viel schließen. Gerade bei T, ne? Okay, okay. Den vermutet er da ganz fest, denn da oben. Also ich denke, wir können auf jeden Fall sagen, dass es hier kein üblicher Rage-Boy ist, der sich halt dreht, beziehungsweise der halt richtig dreist reinkackt. Sondern dass das schon wohl überlegt davor gegangen wird. Die sind beide jetzt halt bei Team Main, aber es sind ja auch... Ah, es ist wieder... Ne, es sind noch zwei Tees on spot bei B. Sie stehen gut. Also, die Runde könnte ihn... Ah, Blackbird. Oh, die Idee, Win. Die Runde könnte ihnen gehören. Nun ja, hier übrigens noch zu der Information hier mittendrin. Und zwar, der aktuelle YouTube-Giveaway-Gewinner, und zwar von der M4A4 Desolate Space, ist... Oh yeah yeah Nahui, aka Alpi. Das sage ich jetzt aber nur dazu. Ich habe gesehen, dass das Alpi ist eben auf seinem YouTube-Account dann. Aber du heißt hier auf YouTube oder unter in den Kommentaren einfach nur Oh yeah yeah Nahui. Du hast die Desolate Space gewonnen. Darum habe ich auch am Donnerstag oder am Freitag, als du im Stream warst, ich glaube Freitag nachts war es oder Samstag morgens, so Oh Alpi gesagt. Weil ich ja schon wusste, ne? Ich habe das Video halt nur noch nicht gebracht gehabt, aber ich wusste, dass du derjenige bist, den ich dann bald ansagen werde. Nur hat noch keine Zeit gehabt. Eigentlich hätte der Gewinner am Donnerstag kommen sollen. Da kam dann aber kein Video. Dann hatte ich, genau, freitags waren wir den gesamten Tag weg, wirklich von morgens bis abends. Und das Video, das am Freitag kam, dieses starke Jungs, war, wie viele gemerkt haben, ein reiner Lückenfüller. Ne? Also ich habe Donnerstag nachts, da ist mir eingefallen, dass ich noch kein Video für Freitag habe. Donnerstag kam nichts und ich werde freitags auch keins machen können. Da dachte ich mir, komm, ich muss mir jetzt schon hinhocken und irgendwas machen. Zack, zack. Und ich hatte halt noch Wingman-Aufnahmen von Wollen und von mir. Die hatte ich dann erstmal so geschnitten und hatte sie so gehabt. Und die waren ganz, ganz... Wir haben halt da auch nicht viel gesprochen. Da war nicht viel dahinter, nicht viel Konsistenz. Da war eigentlich, naja, wir haben halt ganz gut gespielt. Aber Schwitzer-Aufnahmen waren es jetzt auch nicht zwingend. Und dann dachte ich mir, ich mache jetzt halt noch ein paar Soundeffekte rein. Einige haben geschrieben, ja, Soundeffekt getestet oder sowas. Es war halt wirklich ein reiner Lückenfüller. Und vor allem halt auf Zack, Zack. Weil ich auch nicht spät ins Bett konnte. Da war es dann schon 0 Uhr. Und ich wusste, dass wir freitags extrem früh aufstehen, den ganzen Tag zu tun haben und ich dann wahrscheinlich noch bis Samstagmorgen streamen. Ne? Bis um, wie lange haben wir gemacht? Bis um 5 oder halb 5? Von daher konnte ich da jetzt auch nicht ewig, naja, ist ja auch egal. Darum der Gewinner auch erst heute. Samstag war dann wieder gar nichts. Und jetzt dann also der Gewinner. Oh yeah, yeah, Nahui. Gut, was würdet ihr hier drücken? Dem Sack, dem Dreckigen? Wie gesagt, dunkle Haare habe ich jetzt herausgesehen. Mann, auch auf jeden Fall. Weitere Dinge konnte ich jetzt nicht, habe ich nicht genug Zeit gehabt, das herauszulesen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was er beruflich macht. Also außer Code zu sammeln, das ist ja Standard, ne? Ja, und was ihr drücken würdet. Ich sage dann wieder im nächsten Video, was ich gedrückt habe oder nicht gedrückt habe. Und dann sehen wir uns da. Haut rein. Ciao, ciao.